So, Hallöchen und herzlichst willkommen zurück zu Monster Hunter. Monster Hunter Reis. Lecker Reis. Reis. Ich mag ja Kartoffeln lieber. Aber gut, da ist jeder anders. Ist beides gleichwertig. Gut. Ja. Ich habe gehört, wir sollen uns bewegen. Zumindest wird uns das seit einigen Minuten hier angezeigt. Ja, aber ich bewege passiert trotzdem, es geht nicht weg. Mit Sprinten auch nicht. Wohin sollen wir uns nochmal? Ach ja, zum Shop. Zum Kagero. Stimmt, es sind gerade mehrere Wochen vergangen, müsst ihr wissen. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Mehrere Wochen, Moment, Folge kommt am Sonntag. Ja, passt schon. Okay. Kommt am Sonntag? Bitte? Kommt ihr am Sonntag? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Würdet ihr eigentlich heute Abend schon rennen? Ja, aber das ist die zweite und die erste kommt Samstag, also müsste die zweite Samstag kommen. Du hast recht. Ich habe Probleme, bis zwei zu zählen, musst du wissen. Ja, verstehe ich. Man weiß ja, 1, 2, 47, 138. Genau. Aber du konntest erfolgreich bis 2 zählen. Ich bin schwer begeistert. Ja, aber die Zahlen danach sind ein bisschen problematisch. Und ich dachte, es geht 1, 3, 3, 7. Nee. Okay, der war sehr flach. Es tut mir leid. Du kannst die Zahlen die gleiche Zahl nehmen. Stimmt. Okay, okay, wollen wir mal Kagero ansprechen? Ja, können wir machen. Mit dem Schirmchen da. Der sieht überhaupt nichts. Seid gegrüßt, Lady Lirelia. Oder Lynrelia. Keine Ahnung. Wie ich hörte, seid ihr in die Gilde aufgenommen worden. Glückwunsch. Hier findet ihr Heilungen und andere Objekte, die euch bei euren Jagden behilflich sein können. Ich variiere mein Angebot häufig und verfüge über Spezialangebote für Jägerinnen und Jäger. Die werden euch sicher zusagen. Aha. Kagero bietet manchmal Waren zum halben Preis an. Dann kannst du echte Schnäppchen machen. Sure. Ich warte immer auf Angebote. Dann ist es viel günstiger. Kauft jetzt bei Kagero. Und wenn es soweit ist, schlage ich gnadenlos wie eine Rathian zu. Ich dachte, es ist der Rathian. Nein, Rathian ist female. What? Erstmal 10.000 Leute getriggert. Ja, sowas von. Kannst du nicht sagen, dass Rathian männlich ist. Ja, der Rathian und die Rathalos, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Ich spüre oft Lady Hinoas scharfen Blick auf mir. Nun verstehe ich auch warum. Ach, Kagero, du hattest doch Objekte für mich zurückgelegt. Oh. Natürlich, ich lasse sie einpacken und umgehend zu euch schicken. Next. Bestens. Mal überlegen, wo wir am besten als nächstes hingehen. Ja. Gefestigt wie Stahl, Meister Hamon, der Schmied. Es wäre schön, ihn zu besuchen. Kamerastreuung. Mit R kannst du die Kamera bewegen und dich umsehen. Drücke L, um die Kamera auf ihre Standardposition zurückzusetzen. Das werde ich wahrscheinlich legit niemals machen. Ich muss das machen, weil ich sonst alles aus den Augen verliere. Das habe ich beim Tutorial gemerkt. Na, wenn man es gewohnt ist, die Kamera zu drehen, dann das ist bestimmt. So, Hamon, was hast du denn zu sagen? Hey. Hinoa, was gibt es? Wie du siehst, treffe ich Vorkehrungen für die Randale. Bin beschäftigt. Aber, Meister Hamon, ich bringe gute Neuigkeiten für euch. Lynn wurde in Jägergilde aufgenommen. Das Dorf hat nun eine Jägerin, auf die wir uns verlassen können. Ist das nicht großartig? Verstehe. Nun gut, Lynn, dann möchte ich dir mal gratulieren. Die Ausrüstung, die wir hier schmieden, ist ein essentieller Teil der Jagd. Sie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Zudem repräsentiert sie unser Dorf. Jäger, die nicht mit Tatara-Stahl umgehen können, sind des Banners Kamuras unwürdig. Hier findest du alles, was du brauchst. Über das Herstellen und Verfeinern können wir später noch sprechen. Oh, da fällt mir übrigens was ein. An der Buddy Plaza. Entschuldigung. An der Buddy Plaza da vorne kannst du Buddies anheuern. Leitet wird das Ganze von Meister Hamons Enkel Iori. Schauen wir daher mal auf einen Plausch bei ihm vorbei. Dieser ständige Umgang mit Felinen und Kaninen? Kaninen. Kaninen? Okay. Oder Kaninen oder
weiß nicht, wie man die auf Englisch ausspricht. Kenyanien. Kenyanien. Mit Canyons. Entschuldigung. Mit Felsen und Canyons. Ja, gut, egal. Irgendwas habe ich gehörig falsch gemacht. Nanu, ich finde, Bodyweight-Experte ist durchaus ein ehrenwerter Beruf. Wie dem auch sei. Meister Hamann, ist meine Bestellung schon fertig? Die hat noch was gekauft. Ja, einer deiner Lehrlinge, einer der Lehrlinge wird zu dir nachher bringen. Okay, ein Ziel haben wir noch. Dann sind wir ja fertig. Mal sehen. Süßer als süße Dango. Das kann nur der Teelagen von Yomogi, der Köchin, sein. Okay, Seilkäferbalken. Unten im Bildschirm angezeigt. Das Ausführen von Seilsprints oder Seidenbinden da angegriffen, verbraucht den Balken. Mit so findest du eine Anleitung. Okay. Ah, einfach in der Stadt hier noch rumeiern. Damit. Sehr schön. Jawohl. Nice. Einfach mal ein bisschen fliegen. Ist die Frage, sprichst du jetzt hier Noah und ich spreche die Schwester oder wie machen wir das? Wahrscheinlich. Geht gut. Okay. Wenn wir sie nur auseinanderhalten müssen können, ne? Ja, die Hinoa, die hat nur ein Ornament im Haar, die andere hatte zwei. Ich habe noch gerade ihren Namen vergessen. Stimmt. Details, ach. So. Ja. Ich spreche auf jeden Fall Yomogi. Oh, Lirelia! Hey, ich habe die tollen Neuigkeiten gehört. Die Gilde hat dich als Jägerin anerkannt und alles. Glückwunsch! Mhm. Vergiss nicht, vor der Jagd vorbeizuschauen und ein paar Dango zu essen. Wie findest du meine Idee mit den Hasengesichtern? Es gibt nichts Leckeres auf der Welt. Noch dazu bringen sie dein Blut in Wallung für die Jagd. Yomogis Dango sind wirklich gut. So gut, dass ich bei der Arbeit nicht genug davon bekommen kann. Ja. Oh, schon beim Gedanken daran werde ich ganz aufgeregt. Und... ich kann es mir nicht verkneifen. Yomogi, das Übliche bitte. Danke dir. Natürlich, Inoa. Eine super-duper Mega-Portion Dango. Kommt sofort. Unser Einkaufstrip hat mir Spaß gemacht. Das war ein sehr langer Trip. Ja. Drei Geschäfte. Danke für die Begleitung, Lin. Ich habe die bei Meister Hamann und Kagero bereitgestellten Objekte direkt an deine Objektruhe liefern lassen. Oh, sie hat für uns eingekauft. Wie nett ist das denn? Oh, Überraschung! Das ist eine Kleinigkeit von mir. Anlässlich deines Aufstiegs zur Jägerin. Komm wieder, wenn du mit deinem Registrierungsding durch bist, ja? Hm? Was mit dem niedlichen Dango? Tut mir leid, die sind alle für mich. Ich würde ja teilen, aber ich darf schließlich nicht vom Fleische fallen. Du solltest direkt eine Waffe ausrüsten. Ich will sehen, wie dir der Jagdaufzug zu Gesicht steht. Glänzende Idee. Warum rüstest du nicht das Langschwert aus, das ich dir besorgt habe? Nein. Aber blau. Ah. Ja, gut. Oh, so cool. Die Montur steht dir echt gut, Lindirelia. Ich sag das einfach immer. Es wird bestimmt nie schief gehen. Nein, ist ja gerade noch fast schief gegangen. Genau. Das hat deinem Mut neuen Aufwind gegeben, hm? Dann lass uns gleich in die Versammlungsstätte als Jägerin registrieren. Nicht resistieren. Ich resistiere die Versammlungsstätte. Genau. Wir verbarrikadieren sie. Wir wollen das alles gar nicht. Nee, back to Charakterstellung. Let's go. Genau. 100 Stunden Charakter erstellen. Ja. Wenn du erstmal mit Meister Hojo Mojo Jojo sprichst und dich registrierst, kannst du als echte Jägerin Kamuras auf echte Jagden gehen. Wie echt aufregend. Ich muss hier auf meine Bestellung warten, also fort mit dir. Ich warte am üblichen Platz auf dich, wenn du fertig bist. Was ist der übliche Platz? Das wird man uns garantiert da oben rechts in der Ecke sagen. Bestimmt. Dann wechseln wir doch mal das Gebiet. Ich habe gehört, das ist eine gute Idee. Da wollte ich erstmal in die Kiste gehen, dann ist sie noch gesperrt. Jetzt kotzen. Oh, schade. Okay, ab in die Versammlungsstätte. Gebiet wechseln. Sehr schick, ne? Da sitzt auch ein Frosch. Ich muss übrigens mal anmerken, ich liebe die Musik bis hierher. Ja, auf jeden Fall. Der Soundtrack ist bisher echt gut. Die Katze sitzt im Baum und macht Dangos. Okay. Ah, das ist Hojo. Na guten Quark, Lirelia.
Du hast dir hübsch Zeit gelassen. Ich war schon am Unken, du kämst dich. Och, macht der jetzt die ganze Zeit Froschpanz oder was? Nee. Scheint so. Sitzt der nur oben drauf oder gehört der Frosch zu ihm? Sprich wahrscheinlich. Ja, du weißt ja sicher, dass ich, Hojo, der Gildenmeister, diese bemerkenswerten Versammlungsstätte. Was, deine Gildenregistrierung? Ach ja. Na, dazu wollte ich gerade kommen, bevor du mich unterbrochen hast. Hättest du mich ausreden lassen, wäre dir klar, dass wir ein neues Verfahren haben. Komm aus dem Quark, Quark. Es gibt keine Tests und du brauchst auch keine Stempel. Es zählt nur mein Ja und du bist startklar. Und damit bist du jetzt offiziell eine Jägerin und nicht nur irgendeine Jägerin. Oh nein, eine Jägerin Kamuras. Nimm eine Quest von unserer teuersten Minoto an und geh ein paar Monster jagen. Johoho. Was das angeht, ich würde es dir gern sagen, aber ich muss diesen Bericht über die Randale für die Gilde fertig machen. Es tut mir schrecklich leid, aber bitte sprich erstmal mit Hinoa, damit sie dir die Quests erklären kann, ja? Mhm. Moin, Ass! Ich hab gerade die krassesten Neuigkeiten gehört. Fantastisch! Ist das der Tutorial, Dude? Ja, ist er. Der Otsushi. Okay. Bevor du zu Hinoa rennst, komm mal kurz hier rüber. Mhm. Ich muss dir noch deine neue Ausstattung bewundern. Das ist der cool Dude, ja? Mag ich jetzt schon nicht. Ich mag ihn jetzt allgemein. Hier kann ich an die Objektruhe, so. Hey, Hero. Oh. In der Objektruhe kannst du allerlei Jagdobjekte und Ausrüstung verstauen. Achte darauf, dass dein Inventar in Ordnung ist und du gut ausgerüstet bist, bevor du es mit gefährlichen Monstern aufnimmst. Kann ich... Haben wir andere Waffen? Jawohl. So, dann kann ich mal kurz hier erklären, dass ich... in diesem Spiel, in diesem Playthrough, wenn möglich, auf das Jagdhorn zurückgreifen möchte, was ja verglichen mit früheren Monster Hunter Teilen ein ziemlich großes Rework erhalten hat. Und ich möchte das halt sehr gerne ausprobieren und durchziehen. Und als Backup-Lösung, wenn das überhaupt nicht klappen sollte, werde ich zur Gewehrlanze gehen. Aber ich versuche, alles im Jagdhorn durchzuziehen, soweit. Okay, dazu werde ich gleich auch noch was sagen. Ich habe leider direkt den Dude angequasselt und habe die Objektruhe komplett übersehen. Okay, dann gehe ich kurz zu ihm. Siehst gut aus, Ass. Glückwunsch zu deiner Ernennung zur Jägerin. Die harte Arbeit zahlt sich endlich aus. Ich freue mich. Ach, bevor ich vergesse, ich muss dir noch die Aktionsleiste erklären. Mithilfe der Aktionsleiste kannst du alle möglichen Aktionen ausführen, ohne ein Menü zu öffnen. Ziemlich cool, oder? Er bricht die vierte Wand. Probier's mal. Wähle die Kamera in der Aktionsleiste und mach ein Foto von mir. Nein? Ach. Wenn das Foto im Kasten ist, zeig es mir. Warum muss ich das jetzt? Nee, will ich nicht. Ich bin so empört, ich lese nicht mal das Tutorial vor. Dann mache ich das. Fotos können mit der Kamera über die Aktionsleiste oder das angepasste Tortenmenü gemacht werden. Die Aufnahmen werden im Album in den Jägernotizen und im Album im Home-Menü gespeichert. Diese Speicherfunktion kann in der Option geändert werden. Fotos, deren Fokus Monster oder einheimische Wesen sind, werden automatisch im Album in den Jägernotizen klassifiziert. Drücke L, während du mit der Kamera zielst, um zwischen der Charakteransicht und der Kautz-Ansicht zu wählen. Das Foto wird aus deinem Blickwinkel aufgenommen. Empfiehlt sich, um das Fotomotiv größer erscheinen zu lassen oder kreative Kompositionen aufzunehmen. Oder du kannst ein Kautz-Fotos von dir schießen lassen. Posensets und Gesten kannst du auch im Menü in der Kautz-Ansicht auswählen. Im Mehrspieler ist der Kauz für andere Spieler sichtbar, damit man die Kameraposition und den abgebildeten Bereich ungefähr kennt. Ja. Okay, ich würde gerne ein möglichst unvorteilhaftes Foto machen, aber weil ich mich selber als Charakter bewege, verschwindet er immer, wenn ich zu nah rangehe. Ich kann so hier hinten stehen. Ich finde das ein sehr vorteilhaftes Foto. Ich fotografiere einfach meine Katastrophe und habe ihn dann zufällig mit im Bild. Das klingt doch gut, oder? Ja, ich habe ihn irgendwie von weiter hinten von der Seite fotografiert. So. Von seiner Schokoladenseite. Oh, ist der Arena-Quest-Schalter. Keine Arena. Wir sind jetzt los. Oh ja, das ist ja mein gut aussehendes Spiel. Oh Gott. Ja, okay. Er ist bei mir halt nicht immer richtig auf dem Foto drauf. Oh, ist das doof. Oh ja, das ist mein richtig gut aussehender Typ. Jetzt kennst du dich in der Aktionsleiste aus. Zeit für eine Quest! Aber falls du noch Zweifel hast, ob du bereit bist, kannst du dein Können im Trainingsbereich auffrischen.
Das ist nur eine kurze Bootfahrt von der Buddy Plaza entfernt, wo Iori mit seinen pelzigen Freunden abhängt. Das hört sich sehr komisch an. Dort kannst du alle möglichen Waffen und Fähigkeiten ausprobieren. Ist ein guter Ort, um sich vor der Jagd aufzuwärmen. Ich kann Fähigkeiten ausprobieren, ja? Sicher? Okay. Hat er das gesagt? Ich höre mir selber beim Reden nicht zu. Er hat Waffen und Fähigkeiten gesagt. Okay. Alles klar, ich werde dich nicht länger aufhalten. Hinoa wartet auf dich, stimmt's? In der Jäger-Info im Startmenü findest du Tutorials, Tipps, grundlegende Infos und andere nützliche Dinge. Infos, die im Laufe des Spiels hinzugefügt werden, erscheinen im Tutorial-Fenster und Chat-Protokoll. Die Anzeigeeinstellungen für das Tutorial-Fenster können in Optionen geändert werden. In der Jäger-Info und den Jäger-Notizen im Startmenü gibt es viele hilfreiche Informationen, zum Beispiel eine Anleitung mit grundlegenden Infos zum Spiel, zu Eigenschaften der Monster, zur Steuerung und Nutzung von Waffen. Wenn du eine Frage hast, sieh als erstes dort nach. Euer Ehren, ich habe eine Frage. Wo ist das Klo? Gibt es nicht. Oh. Okay, dann gucke ich jetzt auch nochmal ganz fix in die Objekttour rein. Nein, ich habe mir... Da ist ein Fluss im Hintergrund. Tut's auch. Bitte? Da ist ein Fluss im Hintergrund gewesen, der tut's auch. Meinst du, ich soll reinspringen? Okay. So. Ja. Meine alte Mainwaffe war die Insect Glaive. Ich habe sie aber im Tutorial, in der Demo tatsächlich nicht ausprobiert. Und deswegen werde ich die Dual Blade spielen. Dual Blades sind auch immer eine gute Wahl. Habe ich noch nie mal gespielt, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Doch, ich habe Dual Blades mal gespielt beim Monster Hunter Try. Aber da war ich halt echt nicht gut drin. Okay, da kann ich halt überhaupt nicht mitreden. Monster Hunter World war mein erstes und bisher einziges Monster Hunter. Nachher. Ja, für mich war das Try, dann kam für mich Generations und dann halt World. Also ich habe auch nicht so absolut viele Teile gespielt. Das Spiel ist so hübsch. Ja, das ist richtig. So, ich habe mir gerade nicht zugehört. Wo sollen wir hingehen? Zur Buddy Plaza? Wir sollen zu Hinoa gehen. Okay. Und wir können hier außerhalb in der Stadt tatsächlich auch auf dem Palamut reiten. War Hinoa in der Versammlungsstätte? Nein, die ist in der Stadt. Das wird bestimmt irgendwann besser. Mit der Orientierung. Alles gut. Ach, da ist sie doch. Aber du kannst auch Doggo reiten, das ist auch schön. Muss ich es nur schaffen, sie anzureden, damit Doggo nicht ganz hören wird, ist okay. Oh, Lynn Lirelia, hast du deine Jägerregistrierung schon abgeschlossen? Super! Ich habe vorhin deinen Kauz vom ältesten Vogel abgeholt. Er ist so niedlich, du wirst sie lieben. Oh, warum kann ich den nicht erstellen? Das ist unfair. Ich hätte gern einen super süßen kleinen Waldkauz, ich liebe Eulen. Ja, das ist halt nicht deiner, den hast du so geschenkt bekommen. Schade. Wie die Buddies helfen dir auch Käuze während deiner Quests. Aber sie tun es auf ihre eigene Art. Sie sind besondere Vögel. Käuze sind in ganz Kamura beliebt. Der Dorfältester hat dir einen Kauz als Haustier gegeben. Wenn du ihn über die Aktionsleiste rufst, fliegt er herbei und setzt sich auf deinen Arm. Wenn ein Symbol erscheint, während ein Kauz auf deinem Arm sitzt, drücke darauf, damit er davon fliegt. Wer weiß, was dann passiert? Hinweis, die Funktion ist in der Spieler nicht verfügbar. Wenn ein Kauz auf deinem Arm sitzt, kannst du das Haustiermenü öffnen. In diesem Menü kannst du deinen Kauz füttern und seine Kleidung wechseln. Okay. Fütterst du deinen Kauz, begrüßt er dich, wenn du von deiner Quest zurückkommst. Hinweis, mehr Spieler begrüßt dich der Kauz nicht. Okay. Ich will den nur umziehen, wenn es wieder ein Dodogama-Outfit gibt. Dodogama? Dodogama mit Flügeln. Wie wär's, wenn du deinem neuen gefiederten Freund einen Namen gibst? Nein. Nein. Bitte nicht. Kauz. Nee. Die folgenden Sendungen können sich um eine Stunde verschieben. Ich habe eigentlich, wenn ich gehe gerade sowieso schon in die Route. So heißt meine jetzt Nocteule. Nocteule. Nocteule, ja, machen wir so.
Ich habe mich jetzt auch ein bisschen bei Pokémon bedient. Meiner heißt Kauzinger. Kauzinger. Das Ding hieß... Ah, das Ding hieß Bautz, richtig. Ah. Ja, so hieß meine Katze in Wild, Mautzinger. Aber das ist ein bisschen sehr unkreativ, wenn man 1:1 kopiert. Mir ist nicht eingefallen, wie der Fies Pflanzenstarter auf Deutsch hieß. Wie auch immer. Meine Schwester kann sich vor Arbeit gerade kaum retten. Also weise ich dich an ihrer Stelle in die Quests ein. Ja, ist weniger Dialog für mich. Oh Gott, dammit. Na, aber habe ich doch schon so Probleme. Jetzt, da du Jägerin bist, ist es deine Aufgabe, Quests zu erledigen, die Minoto und ich auf unsere Questlisten haben. Einige dieser Quests, die sogenannten Hauptquests, Main-Quests, werden uns direkt von der Jägergilde übermittelt. Wenn du also ganz gezielt die Hauptquests absolvierst, wird die Jägergilde von dir Notiz nehmen. Ja, das hoffe ich doch. Und eins noch. Hier, nimm dieses Flollier, das Minoto für dich angemacht hat. Wie du vielleicht weißt, sind Floliers Schutzamulette, die aus einer heimischen Pflanze namens Sendezweig gewebt werden. Muss ich. Bitte? Okay. Nee, alles gut. Der Pollen, der an Illitzen haftet, verstärkt dein Folier. Da werde ich mich noch 100-mal versprechen. Flollier. Und damit deine Fähigkeiten. Pass gut darauf auf. Das sind diese Dinger, die man einsammeln kann, wenn man in der Welt rumrennt. Flollier sind aus Sendezweigen gewebte Armbänder mit Anhängern. In Kamura werden sie üblicherweise von Jägern getragen. Wie bei anderer Ausrüstung kannst du immer nur eines tragen. Flolliers nehmen die duftenden Pollen von allen Irlitzen auf, die du während einer Quest sammelst, und geben dir spezielle Statusboni. Du kannst ein Flollier über Ausrüstung verwalten in der Objekttruhe austauschen. Probiere verschiedene Typen aus, um das zu finden, das am besten zu deinem Stil passt. Spüre Irlitze auf, um die Effekte des... Das ist ein Tippfehler. Da steht Flollier, nicht Flollier. Oh oh, Hotfix incoming. Ach man, immer müssen die Spieler Beta testen. Ja, immer. Hinweis, Floliers können auch über die Objektruhe im Zelt ausgetragen werden. Nicht im Mehrspielermodus verfügbar. Oh, ich denke, Minoto sollte so langsam mit ihrem Bericht fertig sein. Nee, die braucht noch. Ja, ganz bestimmt, wir müssen uns erst ein bisschen umgucken. Die hat noch zu brauchen, Punkt. Und ich muss auch wieder an die Arbeit. Welche Arbeit? Mochi essen? Vielleicht. Nee, Dango, Entschuldigung, nicht Mochi. Sobald du bereit bist, kannst du Quests von uns beiden annehmen. Ich dachte nur von dir. Einen Miaugenblick. Einen Miaugenblick. Du kannst doch nicht weglaufen, ehe ich mich vorgestellt habe. Oh. Ich sollte vielleicht auf den Namen achten. Vielleicht. ganz vielleicht. Einen Miaugenblick. Du kannst doch nicht weglaufen, ehe ich mich vorgestellt habe. Ich bin der hektische Postbote. Gott, wieso habe ich das gemacht? Weiß ich nicht. Mialolin. Und Glückwunsch zu deiner Ernennung zur Jägerin. Wenn du mal eine Steckenquest annimmst, habe ich, Senri, der Postbote, ziemlich wichtige Infos für dich. Nur mit meiner Hilfe kannst du Jagdkumpan treffen. Also komm schnurstracks zu mir. Oh, bist du für Multiplayer zuständig, Katze? Ich denke, das wäre wohl alles. Zeit mit der Monsterjagd zu beginnen. Ja, endlich. Hat auch lange genug gedauert. Zusätzliche Inhalte. Achso, wurden heruntergeladen. Ja, okay. Oh, Demo-Spieler-Bonus. Ja, cool. Ja, gibt doch was. Ja, also. Siehst du mal, easy. Novizen-Talisman und die Deko-Rüstungsset, die ich nicht nutzen werde. Oh, okay. Dorffortschritt und Städtenfortschritt. Ach, scheiße, ist auch noch gesplittet. Ja, okay. Dann würde ich... Moment. Senri. Warte, muss ich ihn auch ansprechen? Ich drücke das gerade noch schnell durch gerade. Ach so. Miaululun, ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe wichtige, unverzichtbare Informationen. Warst du gerade auf dem Weg zur Versammlungsstätte, um eine Jagdgruppe zu versammeln? Ja. Du hast mich aufgehalten. Was das angeht, ich habe schlechte Nachrichten. Nein.
Nein. Ich lese dich nicht mal vor. Also vorlesen ist alles gut. Das heißt, wir dürfen jetzt noch nicht zusammenspielen, ja? TLDR, Kamura ist aktuell offline und wir müssen mit der Katze reden, wenn wir online gehen wollen. Ja. Und wir dürfen leider noch nicht. Und er hat was für mich, sagt er? Zusatzinhalte. Aha. Doch, wir können online spielen. Das Kamura ist aktuell nur offline. Ah, okay. Ja, ich hör mir selber nicht zu. Naja gut, du kannst doch nicht mal so einen Zeitpunkt vorlesen, ja. Stimmt. Okay, wie auch immer. Es gibt zwei Wege, im Mehrspielermodus zu spielen. Nutze das Lager oder sende Beitrittsanfragen aus, damit sich andere Spieler deiner Quest anschließen. Im Lager kannst du mehrere Nintendo Switch-Konsolen im selben lokalen Netzwerk für das lokale Spiel nutzen. Eine Internetverbindung ermöglicht es dir, dich mit weit entfernten Spielern im Online-Spiel zu vernetzen. Bitte beachte, dass Beitrittsanfragen nur im Online-Spiel verfügbar sind. Damit du übers Internet spielen kannst, muss deine Nintendo Switch-Konsole mit dem Internet verbunden sein. Zusätzlich ist eine Nintendo Switch-Online-Mitgliedschaft erforderlich. Das übliche halt. In einem Lager kommen Spieler für Mehrspielerpartien zusammen. Dort können alle Spieler die Einrichtung im Dorf und auf der Buddy Plaza sowie den Trainingsbereich. Wir treffen uns im Dorf? What? Nicht nur in der Wow, okay, krass. Das ist cool. Auch ein Besuch im privaten Raum des Lagerhostes ist möglich. Ja, das du kannst Dorfquests am Questschalter im Lager annehmen, diese aber nicht mit anderen Spielern bestreiten. Okay, Dorfquest ist wahrscheinlich dann. Moment, das ist ein Dorfquest. Quest und Quest mit deinem Lager annehmen. Um mit anderen gemeinsam zu spielen, musst du die Städtenquest am Questschalter in der Versammlungsstätte annehmen. Okay. Also man kann sich im Dorf sehen und sowas, aber zusammenspielen muss man dann in die Versammlungsstätte gehen und Quests annehmen. Okay. Das ist halt völlig fein, so. Um dich mit anderen Spielern zu verbünden, kannst du entweder nach einem bereits bestehenden Lager suchen oder ein eigenes erstellen. Jedes Lager kann bis zu 4 Spieler enthalten. Sprich mit Henry, dem Postboten, um zu wählen, wie du dich mit anderen Spielern verbinden möchtest. Die Option Online-Spieler ermöglicht es dir, mit anderen Jägern aus aller Welt zu spielen. Wenn es ein lokales Spiel, kannst du mit Jägern in deiner Nähe spielen. Du kannst auch Lager von Freunden deiner Freundesliste oder Spielern deiner Liste gegenseitiger Fans betreten, mit denen du Gefällt mir Angaben ausgetauscht hast. Möglich ist auch das Betreten von Lagern mit spezifischen Verbindungsbedingungen. Hinweis, wenn du die Lager-ID kennst, kannst du jedes Lager direkt betreten. Okay. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier auf Freundesliste gehen. Dann sehe ich hier Freunde. Und dann sehe ich hier auf Lynx. Kann ich auf Lynx gehen? Sag mir, dass du aktuell offline spielst. Okay. Das heißt, das funktioniert nicht. Also erstmal online machen. Erstellst du oder soll ich erstellen? Ich kann gerne kurz erstellen. Okay, dann warte ich. Jägerverbindung, keine. Die Frage ist, kann ich irgendwie einstellen, dass nur Freunde joinen können? Ich kann mal kurz einen Passcode machen, das ist ja kein Problem. 1, 2, 3, 5. So. So kompliziert? Geht gar nicht. Ja, wenn ich die mache, dann auch irgendwer random rein. So, das heißt, theoretisch habe ich jetzt einen Raum erstellt. Das ist nur die Frage, ob das funktioniert. Wir werden es jetzt feststellen. Wenn ich mir das Passwort richtig gemerkt habe. Hi. Ey. Hallo. Funktioniert. Juhu, es lebt. Hat Nintendo etwa online gelernt? Oh, ich glaube ein Dach. Auch. Ja, ob die online gelernt haben, ist jetzt fraglich. Das stimmt. Aber, genau. Es ist zumindest besser geworden. Es ist ein Fortschritt. Es ist schon mal viel wert. Warum hast du ein Schild auf dem Rücken? Das ist mein Jagdhorn. Ah. Ja, die gleiche Frisur. Sehr gut. Nice. So muss das. Jawohl. Okay, das heißt, wir müssen dann jetzt zu Minoto gehen, schätze ich mal. Scheint so, ja. Okay, dann ab in die Halle. Oh, wir sind noch Jägerrang 1? Wieso können wir unser Master Rank nicht übernehmen? Ich hab keinen. Oh. Okay, nee, ich will nicht mit Maido reden.
Ich habe dich schon erwartet. Wie du vielleicht schon vermutet hast, laufen alle Versammlungsstätten Quests über mich. Sei dir bitte bewusst, dass diese Quests für Gruppen von Jägern vorgesehen sind. Quests sind je nach Schwierigkeitsgrad mit einer bestimmten Anzahl von Sternen bewertet. 1 Stern, 2 Sterne und so weiter. Quests mit 1 Stern, 2 Sterne und 3 Sterne sind als niedrigrangig eingestuft. Jene mit 4 Sternen bis 7 Sternen gelten als hochrangig. Ich bin sicher, du wirst im Nu auch hochrangige Quests auf dich nehmen. Das ist jedenfalls, was Hinoa sagt. Hier in der Stätte bestimmt dein Jägerrang, kurz JR, welche Quests du annehmen kannst. Mit dem Jägerrang JR1 kannst du 1-Stern-Quests annehmen, mit JR2 dann 2 Sterne, du verstehst das Prinzip. Wie du deinen Rang erhöhst, erkläre ich dir später. Konzentriere dich erstmal auf deine aktuelle Aufgabe. Oh, und wenn du eine Quest gemeinsam mit anderen Jägern absolvieren möchtest, findest du verfügbare Quests sowie nähere Einzelheiten an der Questtafel. Nachdem du eine Quest angenommen hast, begibst du dich zum Quest-Tor, um zu beginnen. Oh, und wie gesagt, Städtenquests sind für Jägergruppen gedacht. Konkret bedeutet das 4 Jäger. Wenn du jedoch von deinen Fähigkeiten überzeugt bist, kannst du dich auch auf eigene Faust daran versuchen. Du kannst gerne das Vorbereitungsgebiet im ersten Stock nutzen. Vorbereitung ist schließlich schon die halbe Miete. Das dürfte alles sein, denke ich. Ich frage später Hinoa, ob ich noch etwas vergessen habe. Du beginnst auf jeden Fall zunächst mit 1-Sterne-Quests. Viel Glück! Hello. Ist das jetzt Haupt? Das ist so nicht Haupt, oder? Das habe ich nicht ganz verstanden. Es hörte sich so an, als müssten das auch Hauptquests sein können. Also er hat jetzt halt quasi nur das Hunter-Rank-Prinzip erklärt. So. Ja, so ein bisschen, ne? Finden wir raus. Ganz bestimmt. Nimm Quests von den Zwillingen im Dorf und in der Versammlungsstätte an. Über die Questtafel trittst du den Städtenquests von anderen Jägern bei. Nach Annahme einer Quest kannst du R, also den rechten Bumper drücken, oder eine andere Quest annehmen, um die aktuell aufzubrechen. Wenn du eine Städtenquest annimmst, wähle via Beitrittsanfrage, damit Jäger und Jägerinnen in anderen Lagern in deiner laufenden Quest beitreten können. Diese Funktion wird auf Quests und im lokalen Spiel deaktiviert. Drücke nach der Annahme einer Quest auf ZR oder am Questtor auf A, um aufzubrechen. Wenn ihr in einer Gruppe jagt, achtet darauf, dass alle gut vorbereitet sind, bevor ihr aufbrecht. Wenn du Quests auf dem Dorf und der Versammlungsstätte abschließt, wird die Jägergilde dir immer weitere Quests anvertrauen. Der Schwierigkeitsgrad einer Quest wird durch Sternsymbole angezeigt. Je mehr Sterne, desto schwieriger. Wenn du eine bestimmte Anzahl der von der Jägergilde sorgsam ausgewählten Hauptquests abschließt, qualifizierst du dich für besonders wichtige dringende Quests. Der Abschluss dieser dringenden Quests schaltet die nächste Queststufe frei. Manche Dorfbewohner haben spezielle Anfragen oder Quests für dich. Sprich alle an, die eine gelbe Sprechblase über dir im Kopf haben. Alles, worum sie dich bitten, wird beim Questschalter in der Versammlungsstätte des Dorfs als Quest aufgelistet. Bei diesen speziellen Quests kannst du grundlegende Jagdtechniken wie das Wyvern-Reiten erlernen. Du kannst sie jederzeit am Questschalter im Dorf annehmen. Das war's, okay. Erstmal das Wichtigste, Geplauder. Nein, Spaß. Ich habe jetzt trotzdem noch nicht wirklich den Unterschied zwischen Städtenquests und Dorfquests verstanden. Sind Dorfquests jetzt wirklich ausschließlich Singleplayer? Es hörte sich gerade so an, irgendwie. Und Städtenquests hat Multiplayer. Auf 4 Leute. Ja. Kann nur gut werden. Ganz bestimmt. Aber Multiplayer, man sagt aber schon immer auf die Leute skaliert, also von daher. So, ich habe jetzt gerade noch, ich war jetzt gerade so frei auf Expedition geklickt. Dann mache ich das auch. Diese Quests erlauben es dir, ohne Zeitlimit frei zu erkunden. Wirst du ohnmächtig, schlägt die Quest nicht fehl und bietet somit die ideale Gelegenheit, um Materialien zu sammeln oder Fotos zu schießen. Natürlich. Das Wichtigste überhaupt. Naja. Wähle im Startmenü Quest abschließen, um zum Dorf zurückzukehren. Mit fortschreitender Zeit können auf Expeditionen Ausbrüche kleiner Monster und Schwämmen von Ressourcen wie Honig auftreten. In der Ortsinfo, in der Questinfo, im Startmenü oder an der Questtafel siehst du, was eine Region so zu bieten hat. Das klingt interessant, dass da einfach irgendwann was passiert. Mhm. Okay, wir haben 2 Maps schon mal, die Ruinen und die Insel. Okay. So, das Relevante ist aber natürlich die 1-Sterne-Quest. Alter, wenn ich auf die Zeit gucke, die wir aufnehmen sollten, dann müssen wir aufhören mit der Folge fast. Okay, wir haben schon ganz schön viele Quests. Holy shit. Das sind schon einige Quests. Und die ersten 6 sind anscheinend Hauptquests. Und die anderen 3 sind Nebenquests, wie ich das sehe. Wir müssen also 4 von diesen 6 machen, um weiterzukommen. Sieht so aus, ja. Kann man noch alle machen? Stimmt, ne? Können sich auch alle machen. Wir müssen halt nur mindestens 4 machen, schätze ich mal, um die nächste dringende Quest freizuschalten. Vermutlich. Aber wenn wir alle machen, können wir mal alle, hallo? Ja, natürlich, hallo. Wenn schon, dann richtig. Ja, natürlich. Ich würde sagen, das gucken wir uns im nächsten Part an, oder? Ja. Können wir sehr gerne machen. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir
vielleicht eine Quest machen und nicht mehr mit Tutorials vollgebombt werden. Vielleicht. Schauen wir mal. Also gut. Bis dahin. Und tschüss.